that power can be innocent. I'm touching myself tonight. Das Jahr 2016 hat gerade einmal begonnen und schon bricht ausgerechnet der etwas nischigere Deadpool die Kinorekorde. Erfolgreichster Februar-Release aller Zeiten und der erfolgreichste R-Rated-Start überhaupt. Dabei hat 2016 noch viel mehr Superheldenfilme in petto. Was aber nur einige wenige auf dem Zettel haben, 2016 ist auch ein wegweisendes Jahr für das ganze Genre. Die Filme werden wieder mutiger und trauen sich etwas. Und Deadpools Erfolg könnte aus einem abwechslungsreichen Jahr ein revolutionäres machen. Tell me, do you bleed? You will. Aber eine gute Revolution braucht auch etwas, was überhaupt zu revolutionieren ist. Dazu springen wir zurück zu dem Film, der im Jahr 2000 das begründete, wovon wir heute noch profitieren: X-Men. X-Men war ein überwältigender Erfolg und vor allem eines, massenkompatibel. Er verhalf den zuvor nischigen Comic-Verfilmungen zu einem breiten und erwachseneren Publikum. Die unmittelbare Folge: Sam Raimi's Spider-Man, Christopher Nolan's Dark Knight-Trilogie und Marvels eigene Filmreihe. Diese Filme und ihre Helden erreichen fast jeden, auch ohne, dass man je versierter Comic-Fan gewesen sein muss. Und das ist ihr wahres Kunststück. Doch gleichzeitig waren die Initiativfilme immer mutige Filme. Es war mutig, den jungen Bryan Singer eine sündhaft teure Comic-Umsetzung anzuvertrauen. Schließlich kannte man ihn bis dahin nur für seinen Kultkrimi Die üblichen Verdächtigen. Es war mutig, ausgerechnet dem Splatter-Fetischisten Sam Raimi einen der beliebtesten Helden überhaupt zu überlassen. Und es war mutig, einem ehemaligen Jugendstar und Drogenjunkie die Möglichkeit zu geben, dem Marvel-eigenen Franchise ein Gesicht zu verleihen. All diese Entscheidungen waren mutig und wurden vom Publikum honoriert. Doch anhaltender Erfolg bringt auch die Bürde mit sich, dass man sich an die Erfolgsformel halten muss. Mutige Entscheidungen können nur noch im Kleinen getroffen werden. Beispiele dafür sind die Guardians of the Galaxy und Ant-Man. Ersteres fühlt sich komplett anders an als alles zuvor Bekannte und ist dennoch mehr oder weniger Teil der großen Infinity War-Geschichte. Und letzteres wäre noch mutiger, wenn man Edgar Wright auch bis zum Ende das Zepter überlassen hätte. Und genauso mutig war sicherlich auch Christopher Nolan's Dark Knight-Trilogie, die aber den Luxus besaß, nur innerhalb ihres eigenen kleinen, in sich geschlossenen Universums für drei Filme funktionieren zu müssen. Mut darf also nicht zu weit gehen. Und das zeigen auch die X-Men. Deren mutigster Film war bis Deadpool First Class. Eine neue Zeitlinie für neue Schauspieler und eine harte Rache-Thematik. Doch der Regisseur Matthew Vaughn hat die Fortsetzung ausgeschlagen. Und zwar für Kingsman. Und genau wie bei Kick-Ass verfilmt er damit einen Comic von Mark Miller und musste nicht um ein R-Rating fürchten. Okay, you cunts. Let's see what you can do now. Gefühlt sind Kick-Ass und Kingsman uneingeschränkt mutig und vor allem kreativ. Man stelle sich vor, Vaughn genieße die gleiche Freiheit bei einem X-Men-Film. Nicht, dass diese das unbedingt bräuchten. Die Altersbeschränkung PG-13 steht ihnen sehr gut und gerade Wolverine wird immer hart an der Grenze entlang inszeniert. Aber dennoch sind alle Filme innerhalb des Franchises an die Massenkompatibilität gebunden, bis Deadpool daherkam. Deadpool verändert schon jetzt einiges. Das produzierende Studio Fox hat gesehen, dass auch härtere Filme großflächig ankommen können. Und so wird der dritte und vermutlich letzte Wolverine endlich auch entsprechend inszeniert werden. Fox kalkuliert mittlerweile mit einem R-Rating. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass bisher nur Comic-Verfilmungen in diesem Segment ankamen, deren Comic-Vorlagen mindestens genauso nischig sind. Gemessen am Budget waren Kick-Ass, Kingsman, Sin City und 300 überwältigende Erfolge, aber genauso gemessen am Budget waren Watchmen, Dread und Sin City 2 kolossale Flops. Gerade der Misserfolg von Watchmen, der den Mut aufbrachte, einen der besten und vielleicht schwierigsten Comics überhaupt zu visualisieren, schmerzt sehr und hat die Studios nachhaltig davon abgehalten, ähnliche Risiken einzugehen. Doch den Mut vergangener Tage findet man derzeit wieder. Mit Daredevil realisierte man nicht nur eine der erwachsensten, sondern auch besten Comic-TV-Serien überhaupt. Was Marvel sich im Kino noch nicht traut, bringt man stattdessen auf den heimischen Fernsehbildschirm. Und Preacher will es ihm gleich tun. Und gerade 2016 erscheint mit Captain America Civil War ein Marvel-Story-Arc, dessen Auswirkungen zumindest im Comic weitreichend und konsequent sind. Und wenn schon Ant-Man eine mutige Personalentscheidung ist, was ist dann Doctor Strange? If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty.
Konkurrent DC teilt sein Universum in TV und Kino auf. Batman vs. Superman soll dabei die erste epische Zusammenkunft darstellen und eine neue Ära einläuten. Und die Anti-Heldentruppe Suicide Squad hält sich definitiv ganz abseits des Mainstreams auf, auch wenn man sich hier nicht an das eigentlich angemessenere R-Rating herantraut. Deadpools Überraschungserfolg dürfte all das beflügeln und mittelfristig, aber vor allem nachhaltig, einen großen Umbruch für Comic-Verfilmungen ermöglichen. An der festgefahrenen Mainstreamisierung wird etwas geschüttelt. Es bleibt aber die Gefahr, dass die Filmindustrie den Erfolg missinterpretiert und stattdessen mehr vom Gleichen servieren möchte. James Gunn, Regisseur von Guardians of the Galaxy, warnt davor. In seinen Worten, Deadpool war sein eigenes Ding. Das ist es, weshalb er die Leute erreicht hat. Filme müssen einzigartig sein. Sie können nicht einfach nur das kopieren, was vor ihnen passiert ist. 2016 könnte also ein Wendepunkt der Superhelden im Kino sein. Könnte, sofern man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Oh, there's the money shot, baby.